Okay, ich weiß nicht, ob ihr Suicide Mike kennt von die Suicidal Tendencies Psycho Mike, aber hier ist Psycho Diddy und ich mache heute kleine Podcast für die Bob and B. Und ich bin ein internationaler Regisseur aus Portugal und habe hier den Sänger von Bob and B. Ist der, wie heißt du? Michael Treska? Ja, Michael. Bist du auch Psycho Mike? Psycho Mike, ja. Psycho Mike. Und du bist du Psycho Bombo. Viele Leute fragen sich, wie haben wir das geschafft, so eine Persönlichkeit wie dich hier hinterzulocken? Mal ganz kurz, Persönlichkeit wie mich. Ja? Was ist das? Mütze, man mit ein paar Zucker haben wir geschafft. Mütze, Mann. Das ist Psycho Franco. Psycho. Psycho Franco und da, ja. Psycho Michael, Psycho Franco. Ja, war die Psycho. Und hier haben wir echte Psycho Mike. Psycho Michael. Mit Psycho Vitamal. Wie hier? Nein, kein Kidido. Hier in der Kamera ist kein Kidido. Das ist kein Rock'n'Roll. Das ist kein Rock'n'Roll. Oh, das ist ein bisschen Rock'n'Roll. Und das ist die Kaffeemaschine, die ist schwer. Rock'n'Roll ist leer, meine Damen und Herren. Leer getrunken. Ihr fragt euch bestimmt, was soll der Scheiß? Frage ich mich auch schon seit 26 Jahren. Aber wir haben hier in, wo sind wir denn überhaupt? In Emden, genau. In der alten Post, sehr geiler Laden, waren schon öfters da gewesen. Haben wir eine geile Anlage aufgebaut. Nur vom Feinsten. Und spielen jetzt hier in der alten Post heute unsere Rock'n'Roll Rockabilly Nummer und hoffen, es sind ein paar Leute da. Surprise, 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 es ist das Publikum gekommen. Wir haben festgestellt, es sind eine Menge Rock'n'Roller hier in Emden. Ganz im Gegensatz gestern zu Oldenburg, kaum Leute und kaum Rock'n'Roller vor allen Dingen. Also ich muss ehrlich sagen, Oldenburg, was ist los mit euch? Emden, da könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Oma an der Küste Ostfriesland, so geht das schwer zur Sache. Und das letzte Wort soll Psycho Maiko haben. Hätten wir gestern nur schon unser lecker Zucker gehabt, dann wäre es ja besser laufen gestern. Aber das machen wir.